Sorry, Max. Vortex Club members only. Sorry, I'm on the guest list. I'm taking you off. Bitch. Go fuck yourself, Victoria. I don't have time for this bullshit. Real cute, Max. And after I apologized to you the other day. Do you even have a clue what's going on at Blackwell? Kate Marsh tried to kill herself in front of you. And me. Everybody here. That's not my fault, Max. Don't you even try to blame me. I don't blame you, Victoria, but you know Kate had a church group and that she didn't party. So why did you send out that video? Oh, God. I swear we weren't even going to do it. Then we had some wine and got stupid. More than stupid, it's mean, hateful. Kate never did anything to you. And that didn't stop you from taking one last video of her on the roof. I deleted that from my phone. Maybe I'm not her friend, but I didn't get off on Kate attempting suicide. I'm not evil, Max. I believe you, Victoria, but I don't understand you. That makes both of us, Max. I always feel like I have to overcompensate. For what, I have no clue. I'm only here to become a photographer, not president. You have talent, Victoria. You don't have to push people out of your way. You don't understand. My parents own a gallery. I know how this art game has to be played. It's brutal. No, it's art. You don't have to play their way. Mr. Jefferson doesn't talk that way, and he's famous. On point, Max. Thanks for admitting again that I have some talent. Not that I think I always do. I don't either. That's the choice you make. Hard to believe, but I don't always make the best choice. Do you think it's like fake we're not supposed to be friends? Maybe, but who says we have to be enemies? Whoever makes that decision. That would be us, Victoria. Well, Max Caulfield, I could always choose to let you in the Vortex Club. I don't think that's gonna happen. But not for the reasons you think. Oh, you look so serious. Warten wir sie mal. Victoria, listen to me. Your life is in serious danger. I know Nathan is your friend, but he is truly unstable and dangerous. He did drug Kate at the party so he could take her from the dark. What? Nice try, Max, but I don't believe you. And why would he do that? That I just do a shirt. But it was enough to make Kate want to die. And I think you're next. Max, that is crazy. Nathan is like one of my best friends. Yes, he takes serious meds, but that's not his fault. His family treats him like a total freak just because he has little meltdowns. They're not little anymore. They're deadly. I don't care if you hate me or not, but you have to believe me. You could have been a major bitch to me when I got hit with that paint, and I deserved it. Max, I don't hate you. I actually think you're one of the coolest people at Blackwell. Weird, but cool. You just don't know it yet. Maybe I'm jealous because you don't give a shit what anybody thinks, and I do. To be honest, Nathan has been freaking me out lately. He's not here, and I haven't seen him. Just make sure you stay away from him, and stick close to your friends tonight, okay? I let you boss me around this one time, and I have other people I can go to for protection. Thanks for telling me this, Max. If what you said is true, then you be careful too. I've got my own protection. Text me if you need anything. I will. Thanks, Victoria. Au revoir. Okay, Victoria hat uns also unsere Warnung geglaubt, weil wir uns in einer früheren Episode, in Episode 1, dafür entschieden haben, kein Foto von ihr zu machen. Near Victoria and me. I'm glad I warned her. I hope she's okay. So, da haben wir auch Chloe gerade wieder gefunden. Na, nicht in die Richtung, in die andere Richtung. That's so
son of a bitch is not here. Where are you, Nathan? Here you are. Chloe, Nathan isn't here. Nobody has seen him tonight. He's definitely not upstairs or in the office. Damn. Maybe he's hiding in his dorm. Then let's bail. Nathan can't hide anymore. So, you made it, Max. Oh, hey, Mr. Jefferson. Are you both okay? You look like you're on a mission. Nein, überhaupt nicht. I was just looking for Nathan. Uh-huh. But I didn't know you were pals with him. I haven't seen him since this afternoon. He seemed pretty upset. I think he's still quite upset over the whole Kate situation. Yeah, that makes sense. Let's talk later, Max. I have to announce the winner of the contest. I do wish you would have entered. You have to build up that resume and portfolio, but I know you will. Thanks. I hope so. Okay, excuse me. I'm almost on. Let's get the hell out of here, Max. Also irgendwie war Mr. Jefferson gerade ein bisschen komisch. Er kam irgendwie anders rüber als bisher im Unterricht da oben. Okay, everybody calm down. Thank you. I appreciate it. But I don't want to get in the way of the party, but it's time to announce the winner of the Everyday Heroes Contest. Das ist ein bisschen merkwürdig, den Gewinner des Contests auf der Vortex Party. Before I do, I want to thank everybody who entered their photograph and everybody who thought about entering. Now this is the most important step in being an artist. Sharing your work with the world. All of you represent Blackwell Academy and everything our school stands for. As far as I'm concerned, you're all everyday heroes. The envelope, please. And the winner is... Oh my, what a shocker. Victoria Chase. Klar. Natürlich die Victoria. Mr. Jefferson, it was your incredible photography that brought me to Blackwell, and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to Kate Marsh. She is the real everyday hero of Blackwell, and I can't wait for her to come back. Thank you. Was für eine Heuchlerin. Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. Leider hatten wir selber bisher keine Chance am Wettbewerb teilzunehmen. Still dead, and I want Nathan's punk ass now. Me too. Let's go check out the dormitories. Ob ich da einfach eine Option übersehen habe oder ob wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt doch noch teilnehmen können. Werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Episode sehen. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Ja, das ist natürlich super. Jetzt hatten wir die ganzen Beweise, haben trotzdem die Polizei nicht gerufen und jetzt besteht die Gefahr, dass die Beweise vernichtet werden. Also müssen wir schnell zurück zum Sportplatz. So, es scheint als wäre der Doppelmond jetzt wieder zu einem normalen Mond geworden? Just get ready to use your rewind fast if Nathan tries to jump us. Ist natürlich vollkommen unauffällig, mit der Handylampe so rumzuleuchten. Das sieht uns niemand. Können wir wieder selbstständig steuern. Rachel, I will get your revenge. Uns auf dem Weg zu Rachels Grab. Beziehungsweise der Stelle, wo sie verscharrt wurde, weil Grab kann man das ja wirklich nicht nennen. Ich finde das aber so, ehrlich gesagt, so ein bisschen merkwürdig, weil es muss ja irgendjemandem aufgefallen, dass da aufgefallen sein, dass da ein frisch geschraubtes Stück. Ja, da war vor allem Chloe, die ja öfter auf diesem Schrottplatz hier unterwegs war. Na gut. Offenbar ist es eh nie aufgefallen. God, I wanna fucking kill that little psycho. Hey, I can't focus if you're yelling. Please. Max, please hurry.
So, also die Leiche scheint noch da zu sein. Also Chloe, die brauchst du auch wirklich nicht in der Erde rumzubuddeln. Das sieht man auch so. Oh Gott, Max, look. She's still there. Don't look, Chloe. Und wir sind natürlich komplett in die Falle getappt. Chloe! Look out! What the und Chloe wurde wieder einmal erschossen. Und wie man bereits an dem Symbol unten links in der Ecke sehen kann, können wir es momentan nicht rückgängig machen. Also zu diesem Zeitpunkt ist Chloe zunächst einmal tatsächlich tot. Chloe. So, die Schuhe, die wir da sehen, passen allerdings nicht zu Nathans Kleidungsstil. Und schockierend, es ist tatsächlich Mr. Jefferson, der uns diese Falle hier gestellt und Chloe erschossen hat. Was es damit auf sich hat, werden wir hoffentlich gleich sehen. Beziehungsweise wir werden es in der nächsten Episode sehen, denn wir haben gerade Achievement Unlocked, Episode 4 Dark Room. Wir sind mit Episode 4 durch. Sind wie immer an dem Punkt, wo wir nochmal all unsere Entscheidungen sehen. Dann gehen wir das Ganze gerade nochmal durch. Also wir haben uns geweigert, Chloes Wunsch zu erfüllen, sie von ihrem Leid zu erlösen. Das ist mit 43% zu 57% halbwegs ausgeglichen. Also eine leichtere Tendenz eher dahin, Chloe tatsächlich beim Sterben behilflich zu sein. Wir haben uns dagegen entschieden. So, dann haben wir Warren daran gehindert, Nathan zu Tode zu prügeln, beziehungsweise nahezu zu Tode zu prügeln. Das ist mit 60% zu 40% schon eher so die Entscheidung der Mehrheit gewesen. Dann haben wir uns dazu entschieden, den Konflikt am Wohnwagen mit Frank friedlich zu lösen. Es wurde niemand verletzt. Und am Schluss hat uns Victoria geglaubt, weil wir eben in einer früheren Episode, in der Episode 1, sie nicht lächerlich gemacht haben, nachdem ihr der Farbe einmal auf den Kopf gefallen ist. Beziehungsweise sie hat ja nur die Farbspritze abbekommen. Das ist jeweils mit 72% bzw. 73%, so drei Viertel der Leute haben das getan. Eindeutige Mehrheit, muss man sagen. Dann haben wir uns dazu entschieden, den blauen Vogel zu retten. Wobei ich immer noch sagen muss, wir haben den Vogel dabei halt aus Versehen aus dem Haus ausgesperrt. Das heißt, die Eier bzw. das Vogelnest, das wir eben wie 93% der Leute, also wirklich eine klare Mehrheit, nicht gestört haben, wird wahrscheinlich auch niemals ausgebrütet werden, außer der Vogel findet halt einen anderen Weg zurück in die Garage. Dann haben wir uns Davids Akten auf eine andere Art und Weise besorgt. Und zwar haben wir das Schloss am Schrank aufgebrochen, anstatt den Code zu finden. Da bin ich jetzt gar nicht davon ausgegangen, dass es da eine andere Option gibt. Einfach weil es die Möglichkeit gab, das Schloss aufzubrechen, bin ich davon ausgegangen, wir müssen es aufbrechen. Offenbar kann man auch diesen Code für das Schloss rausfinden. So, dann hat uns Kate dabei geholfen, Nathans Raum zu finden, auch wenn das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Das haben so 60% der Leute getan. Dann haben wir Daniel nicht dazu ermutigt, zur Vortex Club Party zu gehen. Einfach aus dem Grund, weil ich ihn gar nicht angesprochen habe. Ich habe in dem Hof habe ich ihn viel zu spät gesehen und habe dann bereits mit Chloe gesprochen gehabt und dann ging es auch gar nicht mehr zurück. Also das habe ich einfach mal sehen, die Option. So mit 2/3 der Leute haben ihn entweder bewusst nicht dazu motiviert oder ihn ebenfalls übersehen. Dann haben wir keine Nachricht auf Warrens Tafel hinterlassen. Das habe ich auch einfach gesehen, dass es diese Option gibt. Das haben 80% der Leute getan. Also beziehungsweise nicht getan. Wir haben uns nicht die Mühe, Nathans PIN-Code raus
zu finden, weil ich einfach gesagt habe, ach, wenn ich doch den Puck habe, wieso soll ich dann alle möglichen Pin-Kombinationen durchgehen? Das ist auch so, was 65% der Leute getan haben. Und wieder einmal haben wir alles da geholfen. Das ist mit 77% eine Dreiviertelmehrheit. Auch wieder relativ eindeutig. Ah, ich sehe gerade noch beim ersten, also wenn wir den blauen Vogel nicht gerettet hätten, wäre er wohl gestorben. Ob er einfach verhungert wäre oder woran er sonst gestorben wäre, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber dann war es doch ganz gut, dass wir den Vogel rausgelassen haben. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie sich diese Eier von selbst ausbrüten werden. Aber vielleicht werden wir es rausfinden. Wer weiß. Na gut, dann würde ich sagen, ist diese Episode damit beendet. Wir sehen jetzt hier noch einen kleinen Vorspann auf die Episode 5. Offenbar befinden wir uns jetzt selber im Darkroom bzw. dem Bombenschutzkeller, der vielleicht doch gar nicht Nelsons Versteck ist. Und vor der Küste von Arcadia Bay zieht der Tornado wieder auf. So. Ich musste mir gerade erstmal wieder das Headset ein bisschen von den Ohren weghalten, weil es einfach zu laut war. Also Episode 5 Polarized, es spricht spannend zu werden.